heutiger Gast ist fest in seiner sächsischen Heimat verwurzelt und es ist mir eine besondere Freude, dass es mir gelungen ist, ihn dazu zu bewegen, seinen Rayon, wie er sich ausdrückt, seine angestammte Umgebung zu verlassen und hierher in meine Sendung zu kommen. Begrüßen Sie mit mir meinen lieben Kollegen aus Dresden, Uwe Steimle. Kabarett ist immer nicht nur gesellschaftskritisch und obrigkeitskritisch, sondern hält der Gesellschaft den Spiegel vor die Augen. Und die Funktion des Kabaretts ist heute zu stören. Wie immer. Ja, das Volk hat ja schon lange nicht mehr zu sagen. Das ist ja das, der Punkt, warum die Leute verrückt werden in der Birne. Ja, natürlich. Furchtbar. Wenn schon Leute sagen, pass auf, was du da sagst, fühle ich mich an finsterste Zeiten erinnert. So war es 89. Und wir sind dann in 89. Ja. Wir haben dann in 89 hinter der Gardine gestanden, damit wir jetzt Angst haben müssen. Ich würde sagen, ich bin heilfroh, sag ich Ihnen ganz ehrlich, dass ich meine Bild-Zeitung habe. Ganz ehrlich, nein, ich hätte sonst gar keine Meinung. Gucken Sie mal, es gibt Sachen, die glaubst du nicht, die kannst du dir nicht ausdenken. Gucken Sie, was hier steht. Gucken Sie, was hier steht. Titelseite einer Zeitung, ja? Das ist der absolute Titelseite, ja? Und das lange vor Panama, Bempers und Böhmermann, ja? Ja, dann denke ich mir, ja gut, Hitler hatte nur einen Hoden. Was will die Zeitung uns damit sagen? Dann denke ich so, na gut, er hatte nur einen Hoden, aber damit kam der Mann bis Stalingrad. Ja? Leute, Leute. Manche in unserem Land haben gar keine Eier und sind heute Bundeskanzlerin. Apropos Amis. Ich bin den Amis trotz alledem dankbar, dass ich hier nicht falsch verstanden werde. Ja, ich bin dankbar, dass sie Angela Merkel abhören. Man hat nur ein Gesicht. Und unsere Angela, die weiß, dass sie vom amerikanischen Geheimdienst abgehört wird. Was macht sie? Sie ermittelt jetzt ganz mutig über den Generalbundesanwalt gegen Unbekannt. Ich frage Sie, wer macht hier Kabarett? Ich meine, wir sind hier in unmittelbarer Nähe vom Dom. Steht nicht geschrieben, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und wer Flüchtlingsströme produziert, der hat Krieg gesät. Ja, und was hier, Moment. Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film. Wieso bezahlen wir von unseren Steuern Waffen, mit denen wir fremden Kulturen die Heimat wegbomben? Wieso werden die Kosten für Flüchtlingsheime nicht direkt bei Heckler und Koch abgezogen? Hä? Ja, freilich! Und wieso zetteln die Amerikaner und Israelis die Kriege an und wir dürfen als Deutsche die Scheiße bezahlen? Was passiert hier? Wo ist der Aufstand der Anständigen? Was passiert hier? Und jetzt sind Sie natürlich am Sonntag dran mit Wählen in Bayern. Wie soll ich Ihnen sagen? Kurt Tucholsky, Sie kennen ihn, hat gesagt, würden Wahlen etwas ändern, sie wären längst verboten. Wissen Sie, wir haben das schon erlebt vor 29 Jahren, wie es ist, wenn ein System zusammenbrechen kann. Das steht Ihnen noch bevor. Danke, dass Sie zugehört haben.